Willkommen zurück in Sturmwind. Wir sind angekommen, World of Warcraft, mit unserer Nachtelfin, der Magierin. Mussten einige Zeit aufs Schiff warten. Hat nun geklappt, jetzt sind wir in Sturmwind. So im Low-Level-Bereich, wie wir jetzt sind, so die Hauptstadt fast. Oder Mittelpunkt für so ein wenig alles. Da kann man alles kaufen, man kann die Berufe lernen. Es hat überall Lehrer. Es finden diverse Events statt. Das Auktionshaus ist da. Und wir gehen jetzt als erstes, denke ich mal, einfach gerade weiter. Also wir fahren jetzt durch, werden dann zum Flugpunkt gehen und gleich nach Goldhain. Das ist so ein, ein Dörfchen neben Sturmwind, damit wir weiter questen können. Ich habe es in der ersten Folge bereits gesagt, also ich habe im Moment den Account noch nicht gelöst. Das heißt, dass ich bis Stufe 20 spielen kann erstmal. Ich kann zwar in keine Gilde, ich kann mir keine Post zuschicken. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, weil ich noch nicht ganz sicher weiß, ob es mich nach der Zeit wieder in den Bann ziehen wird oder nicht. Sollte es so sein, also für die, die die erste Folge nicht gesehen haben, habe ich auch ganz klar gesagt, ich habe noch zwei 100er Booster, die ich wahrscheinlich dann verwenden werde. Oder nicht nur wahrscheinlich, ich denke zu 100%, weil ich habe nicht Bock, die Low-Level-Bereiche alle nochmals zu machen. Aber jetzt so zu Beginn ist es schon mal gar nicht so schlecht. Ich war mir auch nicht ganz schlüssig, ob ich wirklich die Mage spielen will oder nicht. Ich hoffe jetzt, dass wir bis Stufe 20 das herausfinden, ob es bei der Mage bleiben soll. Meine Favoriten waren ja noch die Hexe und die Jägerin. Ich hatte jetzt die letzten Male, wo ich da in meiner langen WoW-Pause immer wieder mal ein bisschen reingeschaut hatte, immer den Jäger gespielt. Das hat mich dann einfach nicht gepackt. Das war sehr, sehr lange mein Main-Char. Und heute Nachmittag hatte ich auch so ein bisschen noch Jäger gespielt. Ist echt nach wie vor Top-Charakter, den ich wenigstens noch so ein bisschen kenne. Ob schon eben auch die Mage war sehr, sehr lange mein Main-Char. Mit der habe ich auch geradet damals. Vor 1000 Jahren. Und mal gucken. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich habe es einfach von Vorteil gefunden, dass natürlich gerade mit dem Jäger oder auch mit anderen Nahkämpfern wie Paladin oder so, dass man sehr, sehr schnell gerade den Schaden macht. Also direkt Schaden, nicht noch casten muss, wie jetzt bei den Mage und Hexe. Ob schon mir eben die Cast auch immer gefallen haben und die Mage natürlich einen riesen Vorteil hat, auch mit Portalen zum Reisen, dass man nicht tausendmal da Schiff und weiß ich was benutzen muss. Ich werde jetzt meinen Ruhestein erstmal hier hinlegen. Für die, die das nicht kennen, ich werde mit dem immer wieder zurückkehren können an diesen Ort. Das erspart mir im Moment natürlich auch einiges an Zeit, wenn ich nicht zurücklaufen muss. Und ich weiß jetzt, hier kommen einige Quests auf mich zu. Und werde die hier dann auch wieder abgeben müssen. Und somit kann ich mich gleich zurückporten. Und den Stein werden wir im Moment sollen immer wieder ein bisschen mitversetzen, je nachdem, wo wir spielen, was wir machen. Der bleibt jetzt gerade erstmal hier. Oh, wo laufe ich hin? Die Berufe werde ich mit dir jetzt auch lernen. Mal gucken, wenn wir dann schon was zusammenkriegen, dass wir das auch gleich verarbeiten können. Wäre ja schade drum. Das war hier bei dem, glaube ich. Und zwar bin ich schon falsch. Ich werde mit ihr definitiv sicher Schneiderei lernen. Und ich glaube, wir nehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir verzaubern. Wollen wir verzaubern noch? Mögen eure Reise wäre eigentlich am passendsten. Geh mal weg da. Ich hasse das Verzauberkunst, das Kind ist. Boah. Oder ob wir einen Sammelberuf machen, weil Verzauberkunst hätte ich alles mit anderen Chars. Oh, Schneiderei auch, ist egal. Ob wir zum Beispiel
jetzt überlege ich gerade, ob wir vielleicht, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber irgendeinen Sammelberuf wählen und die Sachen dann verkaufen. Da jetzt hier auf diesem Realm, wo ich spiele, habe ich eigentlich nichts. Ich kann mir so, glaube ich, darum auch nicht Gold zukommen lassen, wenn es mir recht ist. Es geht ja einiges serverübergreifend, aber jedenfalls nicht mit dem Realm, wo ich jetzt drauf bin. Von daher würde es vielleicht Sinn machen, wenn wir überlegen. Moment. Einen Sammelberuf lernen. Und zwar werden wir lernen. Wollen wir Kräuterkunde dazu nehmen? Zu verkaufen oder Bergbau, Kirschen. Also Kirschen, dann kacken mich an, das geht dann immer so lange. Wir könnten aber. Wir nehmen die Kräuterkunde. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Nein, aber ich habe. Verzaubern habe ich mit anderen Chars auch schon so oft gelevelt. Oh, ich mag dann einfach das. Ich finde das so ein bisschen mühsam. Ist extrem nützlich, natürlich. Aber man kann ja sicher nach wie vor alles immer kaufen. Und wir brauchen jetzt halt einfach auch für später halt Gold, damit wir dann auch das Reiten kaufen können, damit wir auch das Fliegen später kaufen können. Also das werden wir alles definitiv noch benötigen. Und ich glaube, dann macht das echt Sinn, dass wir uns zwar die Rüstung herstellen können, aber bis wir da mit Verzauberkunst die Sachen verzaubern, also ich machte das immer erst, wenn ich das Endlevel erreicht hatte. Damals war das Level 100, habe ich angefangen, die Sachen zu verzaubern. Weil man wechselt da so schnell und jetzt haben wir sowieso das Level-Gear. Ach ja, komm, dich knallen wir auch gleich weg. Ich glaube, da können wir das Gold dann besser brauchen, würde ich behaupten. Ich lasse euch einfach da ein bisschen teilhaben an meine Gedankengänge, wieso ich was mache. Aber ich habe da echt jetzt keinen Bock. Können wir uns später auch die Taschen herstellen und. Wenn ich Glück habe, ist das. War da noch eine Pflanze hier? Was zeigt es mir denn hier an? Hier. Kräuter. Wäre natürlich cool, wenn es auch mit dem verschickten Server übergreifend geht, aber ich war der Meinung, das sind nur einige Server miteinander verknüpft, also nicht alle. Ich müsste jetzt gerade Glück haben, wenn das klappen würde. Das wäre natürlich der Hammer, dass wir wenigstens Taschen hätten, größere. Und ich kenne auch niemanden hier auf dem Server. Also ich habe absichtlich jetzt einen Server gewählt, wo ich nicht schon Chars hätte. Ich habe ja auch in der ersten Folge gesagt, dass auf meinem alten Server, da ist Tothose, da ist keine Sau da, da war niemand in Sturmwind, da war wirklich niemand da. Und ich hätte noch auf anderen Realms hätte ich noch Chars gehabt, aber ich dachte, nein, jetzt, wir versuchen es jetzt einfach von vorne und nicht, dass die Erbstücke sind ja schon cool. Wir haben ja schon mehr EPs, die wir da bekommen durch die Erbstücke, die wir angezogen haben. Aber den Rest wollten wir spielen und nicht uns alles gleich so leicht machen. Wenn wir schon mal wieder hier sind, ist da hinten keiner mehr. Hat jemand war schon fleißig, so wie es ausschaut hier. Das sind so blöde Quests, also einem die Mobs wegklauen hier. Wenn man da nicht alleine questen kann, ist das echt manchmal sehr, sehr nervenaufreibend, bis man die Sachen zusammen hat. Ein Goldstaub. Und diese Kerzen, mal gucken. Da ist noch einer. Klaut man sich die Mobs weg, das ist doch... Willkommen. So. Da ist natürlich nichts dabei, was wir brauchen. Super. Hallo? Ich hier allein? Komm schon her. Ich habe auch lange nach so einem Rollenspiel mich umgeschaut. Skyrim war noch so eine Option. Klar, es gibt tonnenweise
Spiele, die ähnlich sind und naja, irgendwie zieht es einem dann doch wieder zum ein wenig Gewohnten. Und wie ich ja sagte, also ich habe es mir echt jetzt länger überlegt, ob ich überhaupt wieder spielen soll. So. Aber man ist dann auch so halt gefangen manchmal in dieser Welt. Und gerade wenn man dann wieder Leute kennenlernt und trifft und vielleicht dann auch später in der Gilde ist, wäre ganz klar auch mein Plan, dass ich mir dann eine Gilde suche. Ich habe zwar eigene, aber das kommt gar nicht mehr in Frage jetzt. Dass wir uns da vielleicht ein bisschen anfreunden können mit anderen Spielern. Macht es natürlich auch nochmal tausendmal mehr Spaß. Raiden will ich gar nicht mehr. Das. Nee. Das ist mir dann auch zu anstrengend und zu mühsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir eben auch damals, nebst dem wegen dem Zahlen und natürlich auch der Zeit, die ich nicht mehr so hatte zum Zocken, ging mir das eben auch so ein bisschen auf den Zähler. Weil. Oh, sorry, ich wollte dir den nicht klauen. Weil dann dieser Druck kam und kannst du und möchtest du nicht und willst du nicht mit uns und wir haben dann und wenn man dann mal nicht konnte, war das natürlich scheiße. Natürlich, das begreife ich, scheiße, wenn dann einer fehlt und man vielleicht keine Reserve hat. Aber mich hat das echt gestört und unter Druck gesetzt. Und ich wollte kein Spiel spielen, wo ich mir schon fast Termine im Kalender einschreiben musste. Da und da, da muss ich jetzt spielen. Also geht's dann nicht, dass ich einfach mal spontan kurz, heute geh ich mal weg. Nein, da musste man anwesend sein, genau zu der Zeit. Und da hat's mich auch so, es waren einfach einige Faktoren, die mich von WoW wegbrachten. Vielleicht war es auch der falsche Umgang dann, dass ich in der falschen Gilde gelandet bin, wo wirklich das Raiden stand an erster Stelle. Das hätte ich auch schlauer sein sollen. Und einfach sagen, nein, ich verlasse die Gilde und wie wollte man dann doch auch dabei sein und mitmachen und nichts verpassen und naja, so wie das ging. Schauen wir, was rauskommt schlussendlich. So, wir hätten das eigentlich alles abgeschlossen, vor lauter Quatschen. Gut, jetzt gehen wir die noch plündern und dann gehen wir zurück. Genau. Deswegen habe ich eben den Ruhestein in Goldhain gelegt und habe ich hier gesetzt auf der rechten Seite und klicken wir jetzt an und somit kommen wir gleich wieder in dieses Gasthaus zur Höhle des Löwen, wo wir dann auch die Aufgaben gleich abgeben können, die Quests. Ich versuche auch immer so zu sprechen, nicht mit so Kürzel, kommen wieder vieles, vieles in den Sinn, aber dass die vielleicht World of Warcraft nicht so kennen, wissen, was ich meine. So. Hallo. Geben wir das alles ab und haben Level Up. Sehr gut. Und hier gleich die nächste. Ehre dem König, Freund. Für die Allianz. Wie geht's? Nehmen wir gleich alles mit und den Goldstab hier abgeben. Jetzt haben wir noch irgendwie was bekommen. Die Robe können wir natürlich nicht verwenden, aber ein Gürtel. So, ein bisschen Platz haben wir auch noch. Hier geht's weiter. Was kann ich für euch tun? Gefahr aus dem Wasser. Ich werde auch nicht alle Quests hier abschließen. Also nicht erschrecken oder denken, nur die hat da was vergessen. Das ist Absicht. Es ist ja dann auch so, je nach Level seid ihr in Gebieten. Also einige Gebiete sind low-leveled. Wie jetzt das Startgebiet in der ersten Folge ist ja so bis Level 5, 6. In etwa und dann geht's ja weiter. Dann erforscht ihr auch die Welt weiter und dementsprechend habt ihr dann auch Gegner in eurem Levelbereich. Und dann gibt's dann wirklich eben jetzt wie hier auch dann einige Quests, die ich also bewusst auslasse. Also sobald ich das Gebiet wechseln kann, werde ich das tun. Ich werde dann auch die Quests abbrechen. Ich mache so die Quests, die in der Nähe liegen, um schnell voranzukommen und nicht allzu weit reisen zu müssen. Das ist da hinten. Wir gehen jetzt nämlich zum Holzfällerlager.
Da gibt es einige Quests, die wir alle gleichzeitig eigentlich erledigen können. Wir werden dann Bären töten müssen, wir müssen Wölfe töten, wir müssen Morlocks töten, die lernt ihr auch gleich kennen. Wir müssen Tücher sammeln von so Magiern. Und was war noch? Bären, Wölfe, Holz müssen wir auch noch sammeln. Und das ist so alles so dicht beieinander. Das sind echt ganz gute Quests. Also da levelt man schon ganz schnell. Meistens sollte man so auf Level 10 kommen und da können wir dann schon Richtung Westfalen, also in ein neues Gebiet reisen und dort weitermachen. Ich habe doch nicht alles vergessen, merke ich gerade. So, absteigen, dankeschön. Braucht ihr Hilfe? Ziehe den Ehren. Da nehmen wir gleich alles an. Da kommt es auch mit den Wölfen. Die Murlocs, wo ich erzählt hatte, müssen wir machen. Und hier tötet James Clark und nehmt James Clarks Kopf. Makaber. Jetzt gehe ich da nicht gleich schon rüber, denn ich weiß, dass da hinten hat es auch nochmal Quests. Die holen wir auch erst. Können dann auch gleich noch eine zu Ende machen. Dass wir das alles so ein bisschen zusammen haben und dann geht das ganz fix voran. Werdet sehen. Wie man sich da gleich wieder einfindet. Das ist krass. So, und hier wäre dann dieser James Clark, den wir jetzt töten müssen und seinen Kopf haben müssen. So. Okay, jetzt haben wir noch eine Quest bekommen. Gleich annehmen und da hinten sehen wir schon, hat es noch weitere. Auf der rechten Seite zeigt es uns ja an, das habe ich ja auch schon mal erklärt. Einfach kurz beschreiben, was es geht. Oben auf der Minimap ist auch immer super gut angezeichnet, was wir machen müssen. Oder wo wir die Questgegenstände finden. Oder in welchem Gebiet wir töten müssen, besser gesagt. Von daher, sogar auf der großen Map, ich kriege da immer einen Fehler, ist ja egal. Sieht man das hier eigentlich auch ganz gut, was ich jetzt... Ich stehe hier und kann dann... eigentlich mich hier so in diesem Umfeld, ich hoffe, ich habe den Mauszeiger eingeblendet, weil sonst bringt das alles nichts, dass ich mich da in dem Umfeld so ringsherum eigentlich austoben kann. Und sobald wir das gemacht haben, können wir wahrscheinlich dann nach Westfalen. Gut, das nächste Mal sehen wir das. Gehen wir los, questen uns halb zu Tode, um nach Westfalen zu gehen. Schön wart ihr mit dabei und gerne alles unten in die Kommentare, wenn ich was falsch gesagt habe oder vergessen habe oder ihr Fragen habt, gerne alles reinschreiben. Wir sehen uns im königlichen Königreich, ne, wie heißt's? Im östlichen, nie, ja, im östlichen, jetzt muss ich auch gucken, wo wir eigentlich stehen. Im östlichen Königreich, nicht im königlichen Königreich. Genau, hier stehen wir und ihr seht, die Karte ist riesig. Wir haben einiges vor. Gut, bis dann wünsche ich euch schöne Zeit. Tschüss.